Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der weltweite Klimaschutz ist in Dubai wieder einen Schritt vorangekommen. In Paris haben sich damals alle Staaten der Welt auf nationale Klimaziele geeinigt und sich selbst diese Klimaziele gegeben. In Dubai ging es jetzt um eine Bestandsaufnahme und die Schlussfolgerungen daraus. Klar ist, dass alle Staaten der Welt ambitionierter werden müssen. Wir können das weltweite 1,5-Grad-Ziel nicht allein in Deutschland erreichen. Wir stehen für 1% der Weltbevölkerung, 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und wir haben den Anspruch an uns, mit unseren Technologien 20% der Lösung zu sein. Um das weltweite Klimaziel zu erreichen, brauchen wir aber eben auch die anderen Staaten der Welt. Und deshalb, genau deshalb, sind die weltweiten Klimakonferenzen auch so wichtig, meine Damen und Herren. Zum Ergebnis der Klimakonferenz in Dubai kann ich grundsätzlich ein positives Resümee ziehen. Zum einen wurde der geordnete Übergang weg von der Kohle, weg vom Öl und vom Gas hin zu den erneuerbaren Energien beschlossen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll bis 2030 verdreifacht werden und die jährliche Verbesserungsrate der Energieeffizienz verdoppelt werden. Gleichzeitig wurde im Abschlusspapier aber eben auch die Bedeutung der Kernenergien und der Technologien zur Speicherung von Kohlenstoff klar hervorgehoben. Denn ohne diese Technologien wird es eben nicht klappen, Klimaneutralität zu erreichen. Diese Technologien will die Ampel aber nicht nutzen. Das ist doch die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gegen die Technologieoffenheit beim Klimaschutz dürfen Sie sich nicht weiter versperren. Der direkte Austausch mit den Delegationen aus anderen Staaten der Welt bei der COP ist unglaublich wertvoll. Er erweitert den Horizont. Man stellt schnell fest, dass es nicht nur den einen richtigen Weg beim Klimaschutz gibt. Unser Ansatz hier in Deutschland ist kein One-Size-Fits-All-Modell für die Welt. Wir haben übrigens die CO2-Bepreisung bei uns in Deutschland eingeführt in der Großen Koalition. Und wir merken, dass wir diese CO2-Bepreisung auch durch den europäischen Ansatz des CBAM auch international durchsetzen können, stärker durchsetzen können, dass er sich verbreitert. Aber wir brauchen eben auch alle Technologien, um CO2 einzusparen. Und dazu gehören eben auch die Technologien zur Speicherung und zur Nutzung von CO2. Und eben auch die Kernenergie, die in vielen Teilen der Welt jetzt auch schon einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele auch leistet. Und viele Delegationen haben uns auch gefragt, wie stellt sich Deutschland angesichts der jetzigen Situation auch zum Thema Kernenergie. Nachdem auch Deutschland dem Beschlusspapier der COP zugestimmt hat, sollte sich die Ampel aus unserer Sicht mal überlegen, wie wir in Deutschland die Potenziale der emissionsfreien Energieerzeugung durch die Kernenergie wieder aktivieren können. Einen weiteren ganz wichtigen Aspekt hätte die Bundesregierung bei den Verhandlungen fast unter den Tisch fallen lassen, oder sie hat ihn eigentlich unter den Tisch fallen lassen, die sogenannten Kohlenstoffmärkte in Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens. Die finanzielle Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern beim Klimaschutz, die muss sich für Deutschland auch lohnen und auch für die Unternehmen. Und das würde dieses Instrument eben ermöglichen. Wenn Industrieländer oder auch Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländer investieren, dann müssen diese CO2-Einsparungen, die dadurch erreicht werden, auch auf das eigene Klimaziel anrechenbar sein. Genau das wäre möglich durch den Artikel 6. Wir können das 1,5-Grad-Ziel nur erreichen, wenn wir die Wirtschaft der Entwicklungs- und Schwellenländer von Anfang an gleich klimafreundlich aufbauen. Wir können sie dabei unterstützen finanziell. Aber wenn wir Millionen und Milliarden in die anderen Länder auch investieren, dann muss die Bundesregierung auf EU-Ebene und auch auf internationaler Ebene dafür eintreten, dass diese CO2-Einsparungen eben anrechenbar sind auf unser Ziel. Und das hat die Bundesregierung nicht mit dem erforderlichen Nachdruck in Dubai getan. Wir hoffen, dass sie es bei der nächsten Klimakonferenz tut. Da wird der Artikel 6 wieder zur Weiterentwicklung auf der Tagesordnung stehen. Klimaschutz muss sich lohnen. Es muss zum Business Case
werden für Staaten und auch Unternehmen. Weiten Sie Ihren Blick, setzen Sie die nationale Brille ab und setzen Sie sich auch für die Kohlenstoffmärkte ein. Hier werden wir auch in Zukunft nicht locker lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Ampel. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Weisgerber. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karam Badiabi, SPD-Fraktion.